Also, als ich diesen Wolf im Fundus vom Museum gefunden habe, war ich total begeistert. Der Wolf ist nämlich schon seit jeher mein, ja, wie sagt man, Krafttier. Wie gehen wir mit unserem inneren Wolf um? Tun wir ihn einsperren? Oder geht er mit uns durch? Oder zähmen wir ihn? Oder sperren wir ihn einfach nur zu? Aber wenn wir es schaffen, sich mit ihm anzufreunden und seine Kraft uns zu nützen, dann werden wir stark. Hier ist auch mein Naso, mein Jüngster. Hallo. Also hier haben wir die Liebesbriefchen aus haarigen Zeiten. Ich finde, die passen super zu diesem Wolf mit dem aufgerissenen Maul. Und man sieht, das ist jedes mit einer anderen Technik gemacht. Das sind Menschenhaare. Die habe ich mit einer eigenen Technik aufgebracht und quasi magnetisiert, sodass sie sich auch aufstellen. Also man könnte diese Liebesbriefchen auch streicheln, wenn man wollte. Und man sieht, jedes schaut wieder anders aus.